Hallo und willkommen zurück zu Hitman 2. Wir haben unsere nächste Mission vor uns, die Ziellinie. Robert Knox und Sierra Knox sind unsere Ziele. Wir starten. Ich glaube, jetzt sehen wir ein bisschen die Skyline von Miami noch. Komm, lad endlich. Ich hab da eine SSD, Mensch. Oh ja. Oh. To Miami 47. Dankeschön. So. Habe ich irgendwelche Hinweise? Informationen habe ich nicht. Na super. Backcheck. Back habe ich nicht. Deswegen geht's direkt hier rein. Ich lasse mich mal filzen. Junge, die Arme brauchst du nicht, die sind nackt. Ach ja. So, ich spiele in 1440p, denn letztes Mal hat es doch arg geruckelt, fand ich. Nicht so schick. Wo sind denn die beiden Ziele überhaupt? Ach, da oben ist eine. Und ich vermute mal, dass Sierra gerade am Fahren ist, deswegen sehe ich die nicht. Ah, wir gucken. Ich fange mal an zu laufen, warum nicht? Boah, ich gehe mal gucken hier. Gebiet entdeckt. Wo ist sie denn? Ach, da hinten fährt sie. Okay. So, was muss ich jetzt machen eigentlich? Ach, guck mal da. Da ist eine kleine Lampe. Das ist ein Mechaniker. Dem folgen wir einfach mal. Ich denke mal, ich muss mich ein bisschen verkleiden. Decke Story Mission, auf was heißt denn das? Aber ich hoffe, der geht zu den Klos da hinten. Dann kann ich ihn bestimmt locker wegballern. Sieht fast so aus. Und als Mechaniker könnte ich wahrscheinlich ihren Wagen manipulieren. Ja, er geht zum Klo. Anleitung folgen, warte mal. Grace Miller. The Ballbuster Chief Mechanic is in critical need of a replacement. Why don't you step in and offer your services, 47? Ah, okay. Ich muss also zu Grace Miller als Mechaniker verkleidet. Und du? Hier ist keiner. Hier ist keiner. Dann mal los. Genickbrechen würde mir Punktabzug bescheren, deswegen lassen wir das mal. So, zack, verkleidet. Und du kommst ab in die Tonne, Kollege. Bitteschön. Kannst wieder aufstehen. Alles gut. So. Employees only behind this point. Ja, bin ich ja. Aber ich komme trotzdem nicht rein. Schade. Ah, okay. Da vorne ist die nächste Lampe. Da müssen wir also hin. Ich gehe mal. Ne, hier ist falsch. Okay. Komme ich denn da rein? Hier komme ich rein. Aber das bringt mir nichts. Haben wir hier irgendwas? Was ist das? Schrank. Was ist hier? Da komme ich auch nicht rein. Meine Fresse, ey. Was ist denn los mit euch? VIP-Access. Komme ich da rein? Ja, komme ich. Super. So, da ist die Werkstatt. Dann gehe ich da auch mal rein, würde ich sagen. V
vorne. Oh, oder hier. Mach ich das mal so. Sehr schön. Bin drin. Finden Sie einen Druckluftschrauber. Okay. Oh, der sieht schon sehr... Druckluftschrauber. Was ist das denn? Schlüsselkarte? Oh, das nehme ich mal auf jeden Fall mit. Das sieht gut aus. Druckluftschrauber. Ich glaube, da... Ah, das ist da vorne, was am Tisch liegt. Aber dieser Typ hier sieht mich noch. Beziehungsweise, er ist gewarnt vor mir. Ich werde mal ganz kurz speichern. Manuell. Zack, zack. Und dann mache ich mal das hier. So, du hast mich nicht gesehen. Ich nehme mir das Ding. Sprechen Sie mit der Chefmechanikerin. Na, dann machen wir das doch mal. Die haben wir wo? Das dürfte sie hier sein. Kann ich mit ihr sprechen? Ich würde sie gerne sprechen. Hallo. Ah. Mache ich mich nochmal bereit. Fernzündungssprengsatz anbringen habe ich nicht. Okay. Das ging auf jeden Fall... Ach du Scheiße, der ist da hinten. Wie soll ich denn da jetzt... Egal, das ging sehr, sehr smooth, muss ich sagen. Ich habe immer noch diese Dinge in der Hand. Oh, da kann ich rein. Das ist ja cool. Ja, hallöchen. Stopp mal, ich werde erstmal... Ach, hier bin ich im Fall... Oh. Okay, vergessen wir das. Ich werde auf jeden Fall ganz fix speichern, wenn das erste Ziel down ist. So. Robert Knox ist da hinten. Alter. Maskottchen, nee, das bin ich nicht. Okay, eine neue Verkleidung wäre vielleicht nicht verkehrt. Da hinten ist der. Wie komme ich denn jetzt... Wie kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? So, kann ich hier durch? Kann ich. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. Tschüss. So. Du siehst mich auch nicht. Ach, erwischt. Du hast mich denn erwischt? Du warst ein Scheißdreck, Junge. Oh, hier komme ich nicht vorbei. Fuck. Ah, ich kann hier hoch. Kann ich hier auch rein? Das wäre sehr geil. Oh, ich werde gejagt. Scheiße. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Entschuldigung. Kann ich mal dieses scheiß Ding hier fallen lassen? Wie geht denn das? Okay, vergesst mal das. Gut, dass ich gespeichert habe, Freunde. Gut, dass ich gespeichert... Und gut vor allen Dingen, dass man manuell speichern darf. So. Der war noch immer noch ziemlich weit entfernt, der Kerl. Oh, wie war das? G oder F? F, G. Ich würde das Ding loswerden, bitte. Ah, H war's. Ich brauche definitiv neue Verkleidung. Ich gehe erstmal hier aus dem VIP-Access wieder raus.
Das denke ich besser. So, Kollege, du bist da hinten. In diesem Gebäude. Ganz woanders. Ich muss da hinten rüber. Oh weia, ey, meine Fresse. Ja, machen wir es doch mal eben. Ach, guck mal hier, der ganze Weg ist für mich allein. Ah. Wo kann ich rüber? Du hast mich nicht gesehen. Wo ist es? Wo bist du? Ey! Da bist du! Wo war diese scheiß Brücke? Nee, da kann ich nicht. Doch, da kann ich wohl rüber. Nee, da kann ich nicht rüber. Doch, da kann ich wohl rüber. Wenn ich da irgendwie rein könnte. Warte mal, ich gehe mal. Ich gehe mal hier unten lang. So. 10 von 48 habe ich jetzt gerade mal. Irgendwie komme ich überhaupt so rein? Wo ist er? Da hinten. Okay, ich gehe mal hier oben hoch. Sehr unwahrscheinlich, dass hier ein Mechaniker vorbeikommt. Aber gut. Dankeschön. Wo ist er? Da. Komme ich hier rein? Okay, I'm sorry, Mr. Mechanic, but you don't. You can't enter here. Wo ist er denn? Ah, guck mal da vorne, da ist was. Entschuldigung, ihr redet weiter. Mhm. Robert Knox has a race car on display in the expo building. The show staff is under strict instructions to summon him at any sign of malfunction. Apparently, Knox trusts no one to fix his car but him. Hm. Perhaps it's time to poke around under the hood. Kann ich da überhaupt was machen? Ich brauche wahrscheinlich einen Schraubenschlüssel. Ich brauche höchstwahrscheinlich einen Schraubenschlüssel. Und ich werde... Ah ne, wird gespeichert, okay. Ja, ich brauche einen Schraubendreher. Der ist da hinten. Und hier komme ich nur mit der Codekarte. Ey, die habe ich doch! Ich habe doch diese fucking Codekarte! Oder war die gar nicht für dieses Gebäude hier? Gehst du jetzt da rein? Nein, schade. Fuck, ich brauche Zugang zu diesem Raum. Warte mal, Employees sind doch diese Typen hier, ne? Ich versuch's mal so. Lässt er mich durch, ohne was zu sagen? Lässt er mich. Okay. Ach, guck mal. Komm ich doch so rein. Ja, Wunderbärchen. So, du darfst mich nicht sehen. Das wäre äußerst geil. Schraubendreher. Dankeschön. So, und zurück zum Wagen. Die Überwachungskamera ist mir jetzt wirklich völlig rotze. Getränkedose auch. Oh oh. Ich muss mich als Ingenieur verkleiden. Da vorne ist eine Box, wo ich welche reinstecken könnte. Sind hier denn auch andere Leute? Schauen wir mal. Ah, da vorne steht einer. So, wo gehst du hin und wo gehst du hin? Du gehst bitte raus. Ja, trink dir ruhig was, ist mir egal. Der steht da immer noch rum.
glaube, ich hätte ihn gerade schon wegmachen müssen da vorne. Aber bitte geh doch jetzt endlich. Pass auf, ich mache das so. Ich speichere jetzt. Und versuche, die beide auszuschalten, ohne dass der da hinten das merkt. Los, nimm ihn. Sabotieren Sie den Motor. Ja, gerne doch. Dass das immer so langsam geht, Mensch, ey. So, komm, bevor der da das Auto... Alles klar. So, ab zum Motor. Warte mal, ist hier... Kann ich hier durch? Kann ich. Jo, das sieht gut aus. Du erkennst mich nicht. Gut. I dare say this should get Knox's undivided attention. Theoretisch würde es doch jetzt eigentlich reichen, wenn ich hier stehen bleibe, oder? Weiß ich nicht. Wo ist denn Robert Knox? Da oben. Ich werde mich mal hier verstecken. Also hier so, quasi so. Da kommt er runter, glaube ich. Hoffe ich. Du hast mich nicht gesehen, Freund. Wo ist er? Da oben. Bleib weg davon im Auto, Kerl. Ah, die Presse ist auch da, sehr schön. So. Wo ist er? Da kommt er runter. Er läuft. Anscheinend haben wir ihn so ein bisschen genervt. Mit unserer Fummelei. Kommt er jetzt hier lang? Ich hoffe nicht. Er geht wieder runter. Und nochmal. Und dann... Ah, kommt er da raus? Alles klar. Oder ist er schon da? Der ist schon da. Hallo, da ist er. Hm. Wofür war das jetzt gerade gut? This pivotal moment in modern conflict solution. Imagine infiltrating the deepest sanctuary of your enemy and striking a fatal blow only to slip away unseen. Shit, don't kill me. I need no way. No, don't. Dann machen wir das eben so. Da kann ich nicht raus, da kann ich nicht raus. Da kann ich raus. 140 Meter. Tu mal den
Ich dachte, ich hatte gehofft, dass jetzt irgendwas mit dem Motor passiert, dass ich ihn irgendwie, keine Ahnung, nach hinten schleuder und der auf eine ganz lustige Art und Weise hier abkratzt, aber irgendwie war das leider nicht der Fall. So. Was ist mit dir, Kollege? Ich komme an dir vorbei, ne? Jo. Ja, eigentlich, wie gesagt, sehr, 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 sehr schade. Aber naja. Was ist hier? Wo komme ich durch? Ich versuche es mal. Ne, warte mal. Komme ich hier überhaupt raus? Ah doch, da. Ja. Schade. Vielleicht mache ich es nochmal offscreen und guck mal, weil ich habe ja den Motor quasi habe ich ihn sabotiert? Weiß ich gar nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall so weit geändert, dass Robert Knox aufgetaucht ist. Naja. So, schauen wir uns noch eben die Sequenz an und was uns dann das nächste Mal da erwartet. Und ja, der Tod von Robert Knox, den fand ich jetzt nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. So, ich habe wieder 78 Ziele gehabt und 2 habe ich gefunden. 3, 4, 5, 6. 6. 6 von... Ich kann es nicht zählen. Story-Mission 2 von 7 nur, okay. 105 Herausforderungen. 105! Leck mich. 105 Herausforderungen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich gehe. Ja, bla bla bla. So. Ah, Maskottchen hätte ich machen können, okay. Pretty in Pink. Aber das machen wir danach. Ja, Freunde, wie gesagt, das ist die nächste Sequenz. Schauen wir uns mal an. Berlin. Shanghai. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading and now we are axing our own. Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't... We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on, but before 89, nothing. No records of any kind. Now, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us?
swear to God. This hearts and flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need a favor. Gut. Dreiköpfige Schlange ist das nächste, was wir machen werden. Wir gehen aber erstmal ins Menü. Diese Mission wird es dann nächsten Samstag für euch geben. Noch eine kleine Info zum Ende. Morgen wird es für euch leider kein GTA geben, denn ich nehme das ja immer, ich würde es jetzt theoretisch samstags immer aufnehmen. Heute ist bei mir Freitag, das heißt, für euch ist heute Samstag und wahrscheinlich, wenn dieser Teil hier rauskommt, den ihr gerade schaut, werde ich mich nicht zu Hause befinden, sondern im Stadion. Deswegen wird es morgen leider kein GTA geben, da ich keine Zeit habe aufzunehmen. Dafür aber nächste Woche Sonntag wieder. Wahrscheinlich sogar mit einer richtig harten Level Asian. Wir gucken mal. Ich habe die schon mal angespielt und ich werde mal schauen, ob ich das nächste Woche schaffe, weil die geht bestimmt 2 Stunden, wenn nicht noch länger. Wie gesagt, diese Woche gibt es noch die letzten Folgen Legend of Dragoon, Final Fantasy, Samstag dann der nächste Teil Hitman und Sonntag GTA. Freunde, schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, tschüss.